Hi, hier ist wieder euer Tom von Mehr Genuss und hinter der Kamera wie immer die Kati. Hi. Und wir haben heute vor, mit euch richtig knusprigen Backfisch aus dem Rotbarsch zu machen. Das Ganze im Bierteig und mit einer richtig leckeren Joghurtremoulade, die perfekt zum Fisch passt. Ja? Wir machen das, wie gesagt, mit der Remoulade heute. Wenn ihr direkt sehen wollt, wie der Backfisch zubereitet wird, dann blenden wir euch jetzt hier unten einmal die Zeit ein, zu der könnt ihr hinspringen und dann seht ihr direkt die Zubereitung vom Backfisch. Aber wir empfehlen euch, genießt das Rezept in voller Länge und macht auf jeden Fall auch die Remoulade nach. Gut, kann auch direkt losgehen. Und zwar starten wir mit unserer Remoulade, wie wir schon angekündigt haben. Und in der Remoulade kommt immer Ei rein. Einmal ein hart gekochtes und wir brauchen auch noch Ei für unsere selbstgemachte Mayonnaise. Die besteht aus einem Eigelb, Senf und Öl. Mehr braucht eine Mayonnaise nicht und natürlich ein bisschen Salz. Eine schöne Zwiebel kommt rein, ein paar Kräuter und natürlich unser Joghurt. Genau, und wir fangen als ersten Schritt damit an, dass wir unser Ei abkochen. Das muss ungefähr 7 Minuten kochen, dann ist es hart gekocht. Dann können wir es abkühlen lassen und anschließend klein würfeln. Also schnappen wir uns das Ei und es geht los. So, für die Remoulade fangen wir an, unser Ei einmal zu trennen. Und da brauchen wir nur das Eigelb. Dementsprechend trennen wir jetzt einmal unser Ei. Ups, so. So, jetzt kommt Senf rein. Senf ist ganz wichtig, beinhaltet nämlich unter anderem auch Lecithin. Dadurch verbindet sich nachher unsere Mayonnaise zu einer Emulsion. Und sie wird nachher auch schön cremig. Jetzt geben wir noch eine Prise Salz schon mal hinzu. Nachschmecken tun wir nachher aber sowieso nochmal, wenn wir später unser Öl hinzugegeben haben. Jetzt geben wir unser Öl, was wir vorher abgemessen haben, tröpfchenweise zu unserem Senf und zum Eigelb. Das ist ganz wichtig, tröpfchenweise. Wenn ihr zu schnell gießt, dann ja, setzt sich das Öl ab und wir bekommen keine Emulsion hin. Dementsprechend brauchen wir etwas Geduld und ich empfehle euch auch ein Handrührgerät dazu verwenden und das Ganze nicht per Hand zu machen. Also lasst uns gleich mal gucken, wie es funktioniert. So, nachdem wir jetzt endlich unsere Mayonnaise fertiggestellt haben und unser Ei fertig ist, das haben wir gerade einfach aus gekochtem Wasser genommen, noch einmal kurz abgeschreckt, das kühlt jetzt noch eben ab, gehen wir jetzt an die anderen Zutaten und ja, starten tun wir mit unserem Schnittlauch, den werden wir jetzt einfach klein schneiden und mit zu unserer Mayonnaise geben. So, jetzt haben wir hier unsere Gewürzgurken, da haben wir 2 Stück. Die werden wir jetzt einfach klein würfeln. Jetzt schnappen wir uns hier eine Zwiebel, da brauchen wir aber bei weitem nicht die ganze, sondern nur eine halbe. So, jetzt nehmen wir uns hier nochmal richtig schön ein bisschen frische Petersilie. So, einfach ein bisschen was abrupfen. Knüllen wir das zusammen ein bisschen. So, ganz einfach, unkompliziert. Und tacken ein bisschen drüber. So, für etwas Frische haben wir jetzt hier noch eine Zitrone und da machen wir ein bisschen Zitronenabrieb rein. Das heißt nicht direkt Saft, sondern wirklich nur das Gelbe, die Zeste von der Zitrone. Das gibt noch so ein bisschen Frische rein, gerade zum Fisch
super lecker, wenn da so eine leichte Zitronennote mit drin ist. Und da habe ich hier unsere Vierkantreibe, die feine Seite. Und jetzt nehmen wir mal ganz dezent jedes Mal so ein bisschen und drehen die Zitrone dabei. Klopfen dann, dann fällt das unten noch so ein bisschen rein. So, jetzt kommt natürlich auch der Joghurt rein. Das gibt dem Ganzen so eine, ja, auch wieder eine leichte Säure mit. Es wird ein bisschen lockerer. Wir haben nicht nur das ganze Fett von der Mayonnaise, sondern es wird einfach ein bisschen aufgelockert. Auch super zum Fisch. Da nehmt ihr einfach so Joghurt mit 3,5% Fett. Könnt ihr auch griechischen Joghurt nehmen oder normalen Joghurt, wie ihr möchtet. Und genau, den geben wir jetzt einfach mit dazu. Jetzt geben wir noch ein kleines bisschen Salz mit dazu. Einfach auch wieder ein bisschen abschmecken noch. Weil wir haben vorher nicht so viel reingegeben, deswegen weiß ich jetzt schon, wir brauchen noch ein bisschen Salz. Jetzt geben wir gegen die Säure noch so ein kleines bisschen Zucker hinein. Das gleicht das Ganze super aus. Dann noch eine Prise Pfeffer. Schön frischen. Jetzt kommt unser Ei ran. Das ist nämlich die letzte Zutat in der Remoulade. Und das schälen wir jetzt einfach mal ab und schneiden es dann in kleine Würfel. Einfach ein bisschen grob klein schneiden und anschließend einfach schön klein. So, jetzt rühren wir unsere Remoulade auch mal um und schaut euch das mal an, wie schön die aussieht. Kadi, was sagst du dazu? Wie sieht das für dich aus? Sieht lecker aus. Na, schön grün durch die Kräuter, Ei. Super lecker. Jetzt probieren wir die gleich mal und schmecken die auch nochmal nach. Das könnt ihr nach Belieben abschmecken. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch ein bisschen Worcestersoße dazugeben. Aber wir schmecken nochmal nach und ein bisschen Gewürzgurkenwasser gibt noch ein bisschen Säure. Das heißt, wir machen hier noch ein bisschen Gewürzgurkenwasser rein. So, jetzt geht es an unseren Bierteig. Der besteht, wie gesagt, aus Bier. Haben wir ganz einfaches Mehl, Typ 405, dann ein Eigelb und einmal ein Eiklar, bisschen Salz und das war's auch schon. Und genau, wir fangen einmal an. Wir geben unser Mehl einmal in eine größere Schüssel. Geben dann unser Eigelb dazu. Dann unser Bierchen. Ihr könnt einfach ein helles nehmen. Ihr könnt aber auch gerne mit dunklem experimentieren. Helles hat sich bisher mal als ganz gut erwiesen. Dann haben wir jetzt unser Eiklar. Das werden wir jetzt einmal gesondert aufschlagen. So, unser Eiklar ist steif. Fertig ist es immer, wenn ihr euch das über den Kopf haltet und es nicht rausfällt. Habe ich mal Glück gehabt. Und genau, wir verrühren jetzt hier einmal unser Mehl mit dem Bier und ganz, ganz zum Schluss heben wir dann unser Eiklar drunter. Geben wir eine Prise Salz hinzu. Ein bisschen mehr, zwei Prisen. So. Verrühren es nochmal. Und jetzt heben wir unser Eiklar ein bisschen runter. Erstmal ein bisschen was rein. So. Den ersten Teil rühren wir. Den Rest hinzu. So, jetzt geht es auch schon an den Backfisch und dafür habe ich eine Pfanne vorbereitet. Da kommt gleich einiges an Öl rein, da werden wir den herausbacken drin. Vorher müssen wir den Fisch aber noch ein bisschen präparieren, schauen, ob Gräten drin sind. Dann werden wir den würzen, dann ziehen wir ihn einmal schön durch unseren Bierteig und dann geht es auch endlich ab in die Pfanne mit dem Jungen. Jetzt salzen wir unseren Rotbarsch ein bisschen. Unsere Pfanne haben wir mit dem Öl mittlerweile auch schon einmal angestellt und jetzt nehmen wir unseren Fisch und ziehen ihn einmal hier durch unseren Ausbackteig. Seht ihr, wie schön er daran haftet? Perfekt.
So, nehmen wir unseren anderen Kollegen. Die gehen auch schon mal mit dazu. Können beide darin einmal baden. So, wie schön luftig das durchs Ei klar ist. Ganz klasse. So, und jetzt gehen wir mal ab zur Pfanne damit. Hier vorne haben wir uns nochmal einen Teller mit Küchenpapier vorbereitet. Da können wir den Fisch nachher wunderbar abtropfen, damit er nicht so voller Fett trieft, weil das wollen wir nicht auf dem Teller haben. Und genau, wie gesagt, hier ist die Pfanne, einmal mit dem Öl, ungefähr so einen Zentimeter dick. Also das ist schon so, ich sag mal, fast halb frittieren. Ja? Also wir brauchen wirklich richtig schön viel Öl, damit er gleichmäßig knusprig wird. Wenn ihr gerade hier sein könntet, es duftet im ganzen Raum nach unserem schönen Fisch und wir sind echt heiß darauf, den jetzt anzurichten. Genauso heiß wie unser Fisch, deswegen nehme ich jetzt auch das Ding hier, um ihn auf den Teller zu befördern. Wir haben noch so ein kleines bisschen Kohlsalat dazu, also ein bisschen knackig frisch. Den haben wir im Rezept nicht mit erwähnt. Ihr könnt auch sämtliche andere Beilagen dazu machen, wenn ihr das möchtet. Wir nehmen jetzt etwas Kohl dafür und richte ihn hier jetzt einmal mittig an. Knackiger, frischer Kohlsalat. So. So, hier steht unsere fertige Portion selbstgemachter knuspriger Backfisch mit Joghurtremoulade und ein bisschen Kohlsalat. Wir freuen uns darauf, das gleich einmal schön verzehren zu können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, uns abonniert und wenn ihr das Rezept nochmal ganz schriftlich haben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da findet ihr das ganze Rezept noch einmal detailliert aufgelistet zum Nachmachen, damit es auch bald bei euch in der Wohnung nach Backfisch riecht. Ja. Alles klar, wir freuen uns darauf, auch euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, liebe Grüße, euer Tom und eure Kathi von Mehrgenuss. Tschüss!